Alles klar, jetzt geht's weiter und das wird schwierig wie Sau. Wir haben ein paar Bogenschützen, hoch abgegradet, sehr gut, und Katapulte. Das ist genau die Armee, die wir brauchen. Allerdings viele Reitertruppen, ein paar Bogenschützen. Ich muss gucken. Dunland. Ich muss gucken, wo genau ich angreife, wo die Gegner sind. Ich muss am Anfang die Fähigkeit meiner Bogenschützen, diese Pfeilhagel, nutzen und die Speerschleuderer, die Walda zur Verstärkung ruft, benutzen, um die Reiter zu töten, die sonst meine Bogenschützen aufmischen würden. Und dann die Katapulte verwenden, um die Festung zu killen und alles andere, was sich nicht bewegen kann. Das wird die Aufgabe sein. Und das wird nicht super easy. Ich werde jetzt Richtung... Ja, genau. Ich werde mich nach oben... der Walda geht nach vorne scouten. Ich denke, dass er oben ist, der Gegner. Also hier. Sicher sein kann ich mir natürlich nicht. Aber ich denke es einfach mal. Hier geht's mal bitte in Formation. Wenn er nicht hier oben ist, dann haben wir ein Problem. Aber ich werde da oben eine Festung bauen. Also ich werde da, ich gehe jetzt hier nach oben. Hier ist kein Gegner. Interessant. Und los geht's. Ah ja. So. Jetzt wollen wir mal sehen. Könntest du bitte Truppen rufen? So, das haben wir schon mal sehr gut abgewehrt. Ich muss allerdings jetzt sicherstellen, dass ich eine Festung hier hinklatsche. Die brauche ich, die will ich auch brauchen. Ah ja, da unten ist er. Da sieht's mal an. Haha, wer hätte das gedacht? Ja, ja, ja. Ihr rennt da runter. Und die Katapulte bitte auch da runter. Das kann der nämlich alleine machen, der Walder. Der kann das. Der wird das. Also, ich denke mal, dass das hinkriegt. Das erwarte ich jetzt einfach. Und da kommen die Reiter. Ah, es sind nur berittene Bogenschützen. Haha. Das ist natürlich jetzt sehr gut für mich. Bau mal bitte dort. Hat er das geschafft oder ist der Baumeister entkommen? Das ist die große Frage. Hier schaut es allerdings ganz gut aus, würde ich mal behaupten. So, und weiter geht's. Übrigens, eigentlich kann ich mit den Katapulten hier so laufen. So im Zickzack. Ah ja, genau. Hier, das töten... Da hat's immer noch was. So, die Waage töten. Oh, 50, kriegt man eine gelbe? Ja, gelbe 50, sehr schön. So, das Türmchen macht mir jetzt auch nichts aus. Töten, töten, dahin, dahin. Die laufen noch. Okay. Und? Bumm. Und jetzt hau den... Ja, nett. Einer tot. Zwei bleiben noch. Nein, nur noch einer. Es läuft ja richtig gut für uns. Hätte ich so jetzt gar nicht gedacht, aber das läuft richtig nice. So, die Trollkatapulte machen sich hier auch ziemlich gut. Da muss ich allerdings manuell einen Beschuss machen. Damit die auch treffen. Macht nur irgendwie keinen Schaden. Sehr interessant. Der stirbt mir schon fast wieder. Hält halt nichts aus, der Typ. Ja, dann stirbst halt, ist mir ziemlich egal, um es mal gelinde zu sagen. Wenn du es aushältst. Obwohl, einmal würde ich schon noch gerne Leute rufen. Na komm, na komm, na komm.
Hat das geschafft? Nee. So. Ich sehe leider nicht, wo genau das Zeugs ist. Also die... Ach, Wörter sind schwierig. Die, wie ist es denn jetzt? Was wollte ich denn sagen? Die Festung des Gegners. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Aber ich werde sie finden. Vielleicht hat der keine Festung dorthin gebaut. Ich meine, wäre ja möglich. Ah ja, doch, sie haben eine Festung. Oh, oh. Okay, sie haben eine Festung. Wir gehen jetzt hier in Position. Dass die Mühlen angegriffen werden, ist nervig, aber damit kann ich noch umgehen. Baumeister ist... Ja, hol mal 9. Bauen wir mal das Ding ein bisschen. Ich will nämlich auch wissen, wo mein Gegner nämlich ist. Das ist nämlich eine ziemlich nützliche Information. So. Wo sind die Katapulte? Die kommen jetzt. Sehr gut. Und das schaut doch alles ziemlich nice aus. Das haben wir jetzt auch verteidigt. Das haben wir auch verteidigt. Und sobald wir mehr Mühlen haben, kann man auch mehr Truppen da ausbilden. So, jetzt müssten wir doch eigentlich sehen, oder? Waren das nicht die Fackeln? Ich dachte, das waren die Fackeln. Vielleicht nicht. Vielleicht verwechsel ich das gerade mit den Fledermäusen. Wie auch immer. Haut's drauf. Wow, nice. So. Also, das da. Oh, da sind mir welche gestorben. Oh, oh, oh. Übrigens, vielleicht... Ah, ne, hier ist es mir jetzt egal. Die sterben jetzt und dann sind sie tot, habe ich Pech gehabt. Es ist halt eine Festung. Ich kann nicht erwarten, eine Festung ganz ohne Verluste einzunehmen. Das ist halt ein bisschen apotropisch. Ja, aber ist egal. Tod ist tot. Das haben wir besiegt. Da macht er immer noch. Ist auch egal. So. Und ja, die Truppen sind ziemlich schwach, das stimmt. Aber das macht jetzt hier nichts. Das ist... Sobald das alles stirbt... Ich finde es halt cool, dass die KI zum Beispiel hier Mauern bauen wollte. Finde ich übelst geil. Fällt mir. Fällt mir richtig gut. So. Gewonnen. So, jetzt haben wir Truppen verloren. Das tat weh. Aber... Wir haben ein neues Gebiet eingenommen. Zwei sogar. Zwei Gebiete eingenommen. Wir verlieren den Pass. Das tut weh. Jetzt speichere ich erstmal schnell speichern, bevor das Spiel abstürzt. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen, aber kann nach wie vor passieren. Ja. Also hier habe ich verloren. Das war gar nicht der Pass. Was war denn das? Karok. Ja. Aber wir haben auch zwei gewonnen. Und die Elben leben nur noch mit einem einzigen Territorium. Das heißt, wenn wir die jetzt besiegen, was ich gedenke zu tun, dann haben wir es geschafft, Jungs und Mädels und all die anderen Leute, die es sonst noch so gibt. Dann war es das. So, wie gesagt, ich werde jetzt hier Richtung Dol Guldur marschieren. Das hatte ich angekündigt, daran halte ich mich auch. Weil Dol Guldur definitiv eine Festung ist, die ich haben möchte. Wenn ich die dem Feind wegnehme, weil die lässt sich relativ gut verteidigen, muss ich sagen. Ist nicht die beste Festung. Also, die beste Festung, würde ich sagen, ist Minas Morgul unter anderem. Eine der besten. Er hat halt sau viele Katapulte. Ich glaube, wie viele Vorposten dürften drin sein? Gasthäuser vielleicht noch? Oder Leuchtfeuer? Auf jeden Fall sehr, sehr stark Minas Morgul. Minas Tirith ist auch nett, aber da ist so wenig Platz zum Bauen. Da ist Minas Morgul schon größer. Helms Klamm ist super stark, allerdings bietet es halt leider sehr viel Fläche für den Gegner. Genau wie Dol Guldur ist auch schwierig, weil es auch so viele Zugangspfade gibt hier.
Ich glaube, Isengard ist noch sehr stark. Weil es halt eine kleine Karte ist mit wenig Fläche. Und du kannst sehr viel Fläche, kann man, je nachdem, wie man startet, mit den Mauern auch abdecken. Das heißt, ich würde mal sagen, wo meine Maus ist, das kann man alles abdecken, nur indem man in der Festung ist. Und das ist halt die Hälfte der Karte fast schon. Und man hat noch zwei Vorposten. Das ist unglaublich mächtig. Fornos gefällt mir tatsächlich auch ziemlich gut, ist aber nicht ganz so stark. Khandoum ist unglaublich mächtig. Mit den drei Reihen, die man durchbrechen muss, da drin, dann Vorposten und was weiß ich, also unglaublich mächtig. Und ich glaube, das war schon so ziemlich von allen Festungen, die es gibt. Ich glaube, viel mehr Festungen gibt es nicht mehr. Amon Sul zählt nicht. Wo ist es überhaupt? Jetzt mal hier. Zählt nicht, weil es keine Festungskarte. Das war vielleicht mal eine Festung, aber ist es nicht. Ja, gut, Bruchtal gibt es noch. Sorry, nicht Lord im Bruchtal. Halte ich für eigentlich ziemlich schwach. Man hat zwar hier. Ja, eigentlich besitzt man gar nichts. Der Gegner kriegt ein Gasthaus, eigentlich das Leuchtfeuer und einen Vorposten. Das Tor ist nicht stark, da gibt es keine Dings. Man hat zwar am Anfang diese zwei. Statuen, aber ist nicht so toll. Und der Erebor ist auch nicht wirklich toll. Also kann man okay verteidigen, aber auch sehr viele Zugangspfade. Man muss sich sehr weit auseinander verteilen. Und der Gegner hat halt alles, ne? Vorposten hier, in der Mitte, da unten, Leuchtfeuer, Gasthäuser. Weiß nicht. Naja, wie dem auch sei, ich muss noch ein paar Befehle geben. Der geht zurück. Genau. Der rennt dahin und der rennt dahin. Ja, passt. Ich verliere vielleicht Isengard. Ich verliere vielleicht auch den Düsterwald. Ah, aber wir haben. Ja, okay. Also ich versuche jetzt. Ich versuche. Oh Gott, das wird so furchtbar. So. Ich versuche jetzt Isengard, Burg, zu verteidigen. Und das wird knackig. Der hat nämlich Belagerungszeugs. Das Tor hält nicht sehr viel Stand und ich habe halt nichts. Wenn ich jetzt da zwei Bogenschützenbataillonen hätte mit diesem Pfeilhagel, wäre das sehr gut, aber habe ich An die nicht. Arbeit, oder ich werfe euch den Dass Also, die Tore nicht sehen, dass wir ihr auf bauen uns hier steht. das. Holen uns diesen Helden. Und den ganzen Sums. Zum Glück habe ich hier eine Mühle gebaut. Das Tor mach mal zu. Huhuhu, schnell! Unsere Truppen haben den Feind gesichtet. Ach du große Kacke. Der Feind ist Das in unserem macht's Lager. natürlich noch mal komplizierter. Macht der viel Schaden aufs Tor. Ach du Heilige. Das weiß ich nicht, wie ich schaffen soll. Das weiß ich echt nicht, wie ich schaffen soll. Ich würde gerne noch einen Kampfturm bauen. Darüber. Einfach zum Verteidigen, aber das Tor ist Mus. Das ist weg. Tschüss. Kaputt. Auf Wiedersehen. GG. Rekt. Tor. Tot. So, die Frage ist, wo greift er Der jetzt Feind an? ist hier. Ich übernehme das Kommando. Ich bin die Faust Diese am Barbaren Mann. Wissen ich ihre wechsle zu Könige nur Leibeigenen auf in den Weg soll ihrem Mann unterstellen. Ihr Arzt, ihr Schuss, wie mir angegriffen. Ihr macht aus euch Die sind halt instant gestorben. Ist bereit, Was und ihr zur. werdet ihn Wow. kriegen. Wie schlecht. Wie Ihr schlecht. wartet Arbeit auf euch, ihr Vorwärts, ihr stinkenden Aber er ist Magen. echt gestorben. Diese Schwangstoff armselig. Nee, ist er nicht. Er hat nur gekreischt. Verdammt. So, Morogni ist Ich nützlich spreche mit dem Schädel des gegen. nächsten Königs. Gar nichts von dem ganzen Müll. Meine Klinge schneidet tief. Das Ich war halt teuer. befehlige die Leibeigenen. Das Blut vergossener Widerrede, ihr Bürger. Wir sind hier fertig. Ich übernehme das Kommando. Nee. Wen soll ich unserem Banner Die hauen mir alles zu Ich Klump. Das halte ich nicht durch. Ich wüsste nicht wie. Macht euch bereit zu bauen. Sie greift zurück in die Arbeit. Also ich weiß halt echt nicht. Ich besitze halt nichts mehr. Und das war Morogmir. Schwach wie Sau. Okay, also, Isengard fällt nochmal. Ja, ganz ohne Truppen ist das halt nichts, ne? Also man braucht schon ein bisschen was. Wenn das jetzt bloß der Held gewesen wäre, okay, aber damit Kampftrollen und so, ne, keine Chance. Also lang habe ich Burg nicht gehalten.
0,05 auch grauenhaft. Das war nix. Düsterwald. Jetzt holen wir uns erstmal noch Dol Guldur. Das wird knackig. Das wird knackig. Ich hätte nicht gedacht, dass die Orks da so viele Truppen haben, aber okay. Oh, hilft ja nichts, ne? Das ist jetzt. Weiß nicht. Also. Schwierig. Äußerst schwierig. Ich bin noch gespannt, was fehlen mir noch für Völker? Ich hatte bisher Menschen. Oh, geht schon los. Oder ihr werdet geknechtet. Die Menschen habe ich bisher gespielt im Ringkrieg. Danach kam. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Mordor? Vielleicht? Orks? Zwerge, Angmar. Menschen? Da, ein Leuchtfeuer! Orks? Ne, Mordor? Menschen? Mordor? Wir sind unterwegs. Orks? Zwerge? Angmar? Und fehlen noch Uruk und Elben. Uruk und Elben, okay. Oh, das müssen wir einnehmen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sie sind wie Korn für die Befehle des Hexenkönigs. Ich bringe dem Westen den Dorn. Sie fallen in Schar. Wir sind unterwegs. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Das ist sehr schön. So, ich muss die Spinnen töten, das ist unglaublich wichtig. Also, die müssen weg. So. Und dann bauen wir mal hier Gebäude. Irgendwo hier hat's noch Dinger zum Einnehmen. Hier hat's noch ein Leuchtfeuer. Ah, nein. Schön den Troll töten. Dort können wir nichts bauen. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. So, wie schaut das jetzt hier aus? Wird es was oder verlieren wir jetzt noch? Gut, der kann mal. Eigentlich kann der sich noch mehr von dem Zeug holen, noch mehr Dingsbunzi ziehen. Warum auch nicht? Das ist sehr schön, bringt mir mal nichts. Sie greifen unsere Mühlen an. Da, ein Leuchtfeuer. Der Feind greift unsere Truppen an. Vorsicht vor den Spinnen. Nieder. So, schaffen wir jetzt hier was? Oder. Nicht. Das Ende des Westens ist. Wie wär's, wenn du jetzt einfach nur dahin rennst? Ja? Schön alles, dahin. Was bleibt, wird Asche sein. Das ist sehr schön. So, nur noch eine Mine hin. Also ich nehme jetzt hier wirklich die Zeit, scheint was aufzubauen. Wow, hat der hier viel. Naja gut, dann schauen wir doch mal, wie stark der ist, oder? Der Hexenkönig, der müsste ja alle besiegen können. Das Stufe 10? Das erwarte ich jetzt einfach. Das erwarte ich jetzt einfach. Nachdem es da noch ein Spinnendings hat, muss ich mal gucken, da muss ich jetzt hingehen. Ja, der macht schon ein bisschen Schaden. Also ganz nutzlos ist er jetzt nicht. Ja. Lass das doch bitte.
Unsere Rohstoffe sind in Gefahr. Ah, Wanderträger. Unser neues Gebäude ist fertig. Jetzt gehört das Gebäude uns. Wir sind unterwegs. Weiter! Lasst die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Baut es stark. Das Gebäude ist fertig. Steine und Eis. Auf in die Steine und Eisen. Aber keinerlei Holz. Alter, der muss da mal weg hier, der macht das nicht mehr umsonst. Sie werden alle vor mir knien. Da hast mich noch nicht sehr überzeugt mit dem Knien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, da ist noch so ein Blödnis. Im Hexenkönig stirbt er halt doch, ne? So, das haben wir geschafft. Ich werde mich rächen. Das Ende des Westens. Ah, Spinnennest. Das Gebäude ist fertig. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. So, das können wir benutzen, um hier Türme zu bauen. Die Rolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Damit halt nicht alles einfach nur so uneingeschränkt durchrennen kann. Sie widersetzen sich. Der Feind hat unser Lager erreicht. Zerstört es nieder. Weiter. Sie werden alle von mir stehen. Wo sind denn die da? Wir können den noch nicht machen. So, ich mache jetzt den Eisregen. Der lebt noch. Noch. Lang macht er das auch nicht mehr mit. Ach, das sind ja meine Orks. Ach, ich Blödkopf. So, die sind wieder unangreifbar. Die auch, aus irgendeinem Grund. So, der Stufe 5 Typ stirbt mir jetzt gleich. Wow, der Bannerträger! Unglaublich! Boah, so viel Glück muss man erstmal haben. Nett. So, dann bauen wir hier nochmal zwei Türme. Ich will halt wirklich nicht, dass da irgendwas durch... Ach komm jetzt! Das war teuer. Das war sinnvoll und teuer. Wir sind kampfbereit. Seid ihr das? Seid euch da sicher, dass er kampfbereit sein wird? So, noch einen Bannerträger hinterher schmeißen. Ja, was ist mit Frauen? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, ne? Was ist mit Frauen? Ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich diese Frage noch gestellt habe. Das Ende des Westens ist nah. So, die KI kann sich hier so viel Zeit nehmen, wie sie will. Lang macht sie das auf Dauer eh nicht. So. Als nächstes bauen wir jetzt hier an der Front Dunkelstahlschmieden. Und zwar glaube ich, dass ich zwei bauen werde insgesamt. Hier Doppelkatapultproduktion. Aber ich brauche noch mehr Kohle, also erst Geld. Ja, kommt alle mal her. Gut, wie auch immer, abhauen. Direkt. Die Orks da rum. Dieses Land wird leiden. Eigentlich wollte ich da irgendwas zum Grabunhold machen, hat halt leider nicht funktioniert. Der hält nicht mehr viel aus, der Hexenkönig. Der muss da mal weggehen.
So, damit greifen wir uns an. Die müssen auf die Katapulte angreifen. Schöner Schaden. Auch der das überlebt. Sie sind wie Korn für die Sense. An die Arbeit, oder ich werde. Schauen wir mal. Könnte klappen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich werde mich reich. So, und dann gehen wir rein und bringen den Rest um. Wie man es nicht anders kennt. Des dunklen Herrschers. Oh ja, da bleibt stehen. Boah, das tat weh, das scheppert. Das scheppert aber gut. Ja, die bösen, bösen Trolle, die tun auch nur ihren Job. Hoffe ich doch. So, damit bin ich jetzt schon mal in der Festung drin. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Dann nochmal erweitern. Bannerträger bauen. Ja, und dann greifen wir einfach überall an. Ne? Alles töten, alles vernichten, alles zerstören. Ja, und dann... GG. Ich meine, wenn ich jetzt hier was verliere oder nicht, ist relativ egal. Ja, ich mache halt jetzt einfach kaputt, so viel wie geht, ne? Und das war's dann. Er hat sehr viele Gebäude zum Ausbilden gebaut. Richtig viele. Aber die töten wir jetzt alle, zerstören uns alle mal. Oh. Fast ist der Hexenkönig tot. Ich glaube nicht, dass er da lebend rauskommt. Aber wir werden es sehen. Ah ja, jetzt haut er ab. Dann ziehen wir uns zurück. Ich hätte gerne noch die Lawine gesehen, gibt's nicht. Dann halt nicht. Aber Dol Guldur gehört uns. Sehr schön. 6,38 passt. So, also kurz speichern und dann geht's nachher gleich weiter. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.